Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück, liebe YouTube-Zuschauer, zu Crusader Kings 3 mit den Habsburgern. Jetzt habe ich schon fast vergessen, die Aufnahme wieder zu starten. Ich habe gerade nur einen Klick gemacht, und zwar erklären wir Augsburg den Krieg. Das ist auch jemand aus dem Hause Habsburg, aus der Dynastie Habsburg. Das Haus heißt mittlerweile Genf. Und wir wollen einfach unsere Gebiete aus der Schweiz und aus Österreich hier miteinander verbinden. Wobei, wir können es, glaube ich, nicht ganz verbinden, aber wir können Graubünden erobern. Das werden wir tun. Und dafür brauchen wir jetzt natürlich unsere Truppen. Da brauchen wir auch keinen Verbündeten, da rennen wir einmal schnell drüber. Dann haben wir das hier in den Griff bekommen. So, einmal nach Graubünden bitte. Und einmal dorthin. Dann auch noch nach Augsburg. Und ich weiß nicht, ob die mich direkt angreifen. Bleiben wir vielleicht hier mal noch in der Nähe stehen. Wir lagern einfach direkt die feindlichen Gebiete. Leere Drohungen vom Herzog Lothar von Kuretia. Mein Cousin ließ den Priester vorführen, um ein großes Komplott zu enthüllen und darüber zu urteilen. Doch als der Priester sich weigerte, ein Geständnis abzulegen, hatte Herzog Lothar keinerlei Beweis, um seine Anschuldigungen zu stützen oder zu untermauern. Nun stellt mich doch nicht so bloß, Lothar. Unfassbar. Das traute er sich. Kind meiner Dynastie. Prinz Josef hat auch einen Sohn, der Josef heißt, bekommen. Sehr schön. Das ist aber nicht unsere Hauptlinie. Ah, hier drüben gewinnen sie aber gleich eine Festung. Kann ich da noch hinmarschieren? Ohne Verluste sogar. Das ist natürlich wunderbar. Dann marschieren wir doch mal da von zwei Seiten rein. Wir werden jetzt in den Krieg gerufen. Von mir aus, das ist eh etwas weiter entfernt. Das ist nicht so das Problem. Ich komme aber wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig, kann das sein? Ah, die Feinde wollen schon wegmarschieren. Wann sind die denn weg? 10 Tage verbleibend, 4 Tage. Ich bin vorher in der Schlacht. Ein offenbartes Geheimnis. Ab in den Kerker. Das ist immer die richtige Antwort. Nein, nicht immer. Die Schlacht ist schon gewonnen. Nein, meine kleine Tochter hat Schwindsucht. Prinzessin Christina. Tut das Nötigste, würde ich sagen. Eine erfolgreiche Behandlung, das ist doch schon mal sehr gut. Hier können wir noch was belagern. Marschieren wir mal in den Norden. Belagern hier auch noch weiter. Graf Zittig ist entkommen. Möge euch die Pest holen, hat sie gesagt. Dann ist der Krieg vorbei. Ein schneller Krieg. Ging ja auch nur um Graubünden. Jetzt kann ich meine Truppen nicht auflösen, weil die müssen in meine Gebiete zurückkehren. Oh, ich kann die Steueramtsstube ausbauen. Sehr schön. In Innsbruck durch die Goldmine verdienen wir ja richtig viel Geld dort. Also Stefan kniet nieder. Sehr gut. So. Ich würde jetzt gerne alle auflösen. Dankeschön. So, jetzt machen wir 100 Gold, meine Freunde. 100 Gold. Das ist ja echt eine Menge. Was wird denn hier für ein Krieg schon wieder geführt? Tyrannei von Prinz Franz. Ja, von mir aus, den könnt ihr führen, das ist mir egal. Habe ich jetzt hier noch Kriegsgründe? Ah, der Lothar hat einen Anspruch. Okay, aber da haben wir jetzt ja den Waffenstillstand. Wie sieht es denn in Elsass aus? Auch da hat Lothar Ansprüche. Aber gegen jetzt Elsass, der, glaube ich, mit dem Kaiser verbündet ist, muss ich nicht kämpfen.
Stein aus Glas. Was machen wir denn da? Ich brauche diesen Stein. Finde ich gut. Wir wollen eine Lesebrille bekommen, sozusagen. Sind wir denn aktuell eigentlich zuständig für unser Kulturinteresse? Ja. Wir sind auf jeden Fall das Kulturoberhaupt. Das heißt, wir könnten noch schneller Primogenitur bekommen. Nicht gläubig, sondern wissenschaftlich. Und danach gehen wir auf den gesunden Körper. Das möchte dann bestimmt die Herzogin machen. So. Wir fragen mal wieder den Papst um 1500 Gold. Wir könnten 16 Kriege erklären. Elsass. Lothringen. Hab mal eine Frage. Was ändert beim Nachfolgerecht bei Erbteilung im Gegensatz zu Erbteilung? Erbteilung und Erbteilung ist dasselbe. Du meinst wahrscheinlich, was ist der Unterschied von Bundteilung zu Erbteilung, oder? Wir haben einen Krieg. Achso, das ist ein Artefakt. Kriegsgrund, der ist uninteressant. Gegen Frankreich gibt es irgendwie ein paar kleine Ansprüche. Das ist nicht so spannend. Genau, Bundteilung. Bundteilung bedeutet, dein Reich wird gleichmäßig unter deinen Kindern aufgeteilt und dabei können, und da, wenn es möglich ist, werden dabei auch neue Titel entstehen. Das heißt, selbst wenn du kein Herzogtum hast, aber du hast mehrere Grafschaften und du könntest ein Herzogtum gründen, wird bei einer Bundteilung immer jeder Titel geschaffen, der möglich ist. Bei der Erbteilung werden keine neuen Titel geschaffen, sondern nur die bestehenden Titel werden gleichmäßig aufgeteilt. Eigentlich ist der Alpsee auch Teil von Österreich. Ja, aber da haben wir keinen Anspruch. Da müssen wir vielleicht einen Anspruch fingieren. Ich wollte aber auch noch Salzburg erobern. Da haben wir gerade keinen Kriegsgrund. Das heißt, erstmal machen wir einen Anspruch, würde ich sagen, auf Schaumberg. Dann haben wir eine schöne Grenze. Und den Alpsee können wir uns ja auch noch holen. Ja, den Reichtum werden wir weise nutzen, werter Papst. Finde ich gut. Ach, so ein Anspruch auf ganz Ungarn wäre natürlich auch schon etwas. Aber das geht nicht so einfach. Das geht nicht so einfach. Bei Böhmen müssen wir eben warten. Warte mal. Ich habe doch keinen Waffenstillstand mit Böhmen. Ah, dann kann ich ja doch den Krieg erklären. Der ist mit dem Habsburger sogar verbündet. Mit einem unserer Vasallen. Aber der dürfte sich ja dann hoffentlich nicht einmischen. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir... Haben wir noch andere Ansprüche? Nee, ne? Dann erobern wir mal das Herzogtum Böhmen. Auf geht's. Holen wir unsere alten Gebiete endlich wieder, wie es sich gehört. Und ich würde sagen, wir holen einfach mal direkt Byzanz dazu. Die waren beim letzten Mal auch schon dabei, das wird uns helfen. Und heben wir mal hier die Truppen aus. Aber wir haben ja jetzt schon mal gegen die Böhmen erfolgreich gekämpft. Byzanz hilft uns wieder mal. Der Erzjägermeister ist nicht mehr besetzt. Ah, Herzog Ivan ist gestorben. Den kann ich nicht mehr beeinflussen. Wir haben übrigens immer noch zu viele gehaltene Herzogtümer. Aber ich möchte natürlich Böhmen behalten, weil Böhmen ist ja ein Kurfürst. Aber das Herzogtum Tirol will ich halt auch ungern aufgeben, weil da ist ja dann Innsbruck. Ich könnte natürlich das Herzogtum jemandem geben und Innsbruck selbst behalten. Das könnten wir machen. Leider sind die alle nicht aus der Dynastie Habsburg hier vor Ort. Gerne gebe ich natürlich das Herzogtum einem Habsburger, aber es ist immer nicht so einfach. Schauen wir mal. Vergeben an. Einen... Wartet, einen Landlosen, nee, einen, doch ist es Landlos oder ein Nichtherrscher, glaube ich. Einen Nichtherrscher aus der Dynastie Habsburg. Was bedeutet nochmal Landlos? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Da haben wir Söhne natürlich, wir hätten Ivo Habsburg, Bitch. Ich muss halt immer gucken, sein Vater ist der, oh, das ist sogar einer der Jüngeren. Und sein Vater ist Prinz Franz der Pfähler. Achso, der hat aber ein Herzogtum und eins, zwei, genügend Grafschaften, dass der Sohn was bekommt. Ich würde natürlich gerne Habsburgern etwas geben, die noch, die kein Land erben werden, wisst ihr?
So, der Werner, das ist auch einer der Söhne. Nee. Wartet. Graf Viktor hat nur eine Grafschaft von der Oster. Ah, das heißt, der gute Werner wäre perfekt, weil der würde nichts erben. Dann werden wir mal Werner zum Herzog machen. Aber ich glaube, wir können gar nicht. Ich weiß gar nicht, verlieren wir dadurch? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann ich jemanden zum Herzog machen, ohne dass er überhaupt eine Grafschaft besitzt? Ich glaube, dass das nicht geht. Würde ich dann nicht auch noch meine Grafschaft, die ich dort habe, verlieren? Ich glaube, dass das so wäre. Ah, das ist mir jetzt ein bisschen zu gefährlich. Ich möchte nicht Innsbruck verlieren. Das ist unsere Goldquelle. Unsere einzig wahre Goldeinnahmequelle tatsächlich. So, belagern wir mal gleich hier die Hauptstadt. Hier noch was belagern. Hier noch was belagern. Ja, genau, der Herzog braucht eine Grafschaft. Ja, richtig. Richtig, richtig, richtig. So war das doch. Jetzt belagere ich natürlich vor allem erstmal noch Gebiete, die nicht im Kriegsziel sind. Ist auch nicht so clever, aber dann kann ich mich besser zum Kriegsziel hinbegeben. Der Khan ist tot. Der zweite Khan ist schon mal ein Khan gestorben, aber ja. Mittlerweile hat sich das mongolische Imperium, ordentlich geschwächt. Nur noch 3000 Truppen. Chinggis Wehr, richtig. Der kam nicht mal bis zu unseren Toren. Traurig. So ein schwacher Chinggis Khan. Wir haben die Rechtschaffenheit frei, oder die wurde freigeschaltet als Dynastievermächtnis. Oh, schaut mal, jetzt haben wir hier beim Ruhm alles. Die allgemeine Meinung ist für die Habsburger sehr hoch. Und damit können wir jetzt sogar zwei Leute gleichzeitig beeinflussen. Das ist doch auch nicht schlecht. Genau, ich wollte nämlich nochmal gucken für die Kaiserwahl. Susanne braucht einen Vormund. Der Erzbischof passt. Gefangene Lösegeld, das machen wir gleich nochmal gesondert. Hier, Kaiserwahl. Bitte nach Stimmergebnis. Da ist leider Herzog Ernst hat immer noch nur 5 Stimmen. Wir müssen noch ein paar überzeugen. Hä, Herzog Ernst? Ach, das ist ein anderer Herzog Ernst. Den müssen wir mal überzeugen. Und Stimmergebnis. Herzog Wilbert von Ostfranken. Den würde ich gerne auch beeinflussen. Das ist jetzt das Coole, dass wir jetzt zwei gleichzeitig beeinflussen können. Was? Gräfin Zidislava hat einen fallengelassenen Anspruch auf das Herzogtum Böhmen bekommen. Wer ist denn die? Lügen, nichts als Lügen. Wir sind die einzig wahren Herzöge von Böhmen. Die Habsburger, genauso wie von Österreich. Und auch von Schlesien, was wir mittlerweile ja schon besitzen. Wobei, ich finde, hier fehlt noch ein Teil Schlesiens. Oberschlesien müssen wir noch erobern. Fällt mir gerade auf. Haben wir nicht zufällig hier noch einen Kriegsgrund? Nee, wir haben keinen Kriegsgrund. Schade. So, Byzanz kommt und hilft uns schon mal. Wir verlieren leider hier oben eine Belagerung. Ich brauche mal langfristig noch mehr hiervon. So. Mehr Mangonellen. Bisschen mehr Truppen noch, weil Geld haben wir genug. Unsere Belagerungen haben wir gleich gewonnen. Ah, da oben kämpfen schon die Byzantiner. Sehr gut. Und wir haben direkt den feindlichen Kriegsführer gefangen genommen. Das heißt, wir können Frieden schließen. Und das Herzogtum Böhmen gehört nun uns, meine Freunde. Ah, das sieht doch jetzt schon mal nach einem schöneren Österreich aus. Schön verbunden. Jetzt müssen wir nur noch den Rest von Böhmen langfristig erobern. Kriegerorden-Patronat haben wir gewonnen. Vom Deutschkriegerorden, okay. Schön. So, die Truppen müssen wir mal kurz zurückziehen wieder. Dass wir sie auch alle auflösen können. Perfekt. Jetzt haben wir neue Domänen bekommen und eine eigentlich zu viel. Ja. Gebe ich eine davon ab.
21, 22 Entwicklung. Wie viel haben die da unten? Boah, die haben im Süden schon echt viel Entwicklung, ne? Meine spanischen Besitzungen. Hatte ich denn hier noch irgendwas, wo ich sage, das ist nicht so wertvoll? Salzburg hat 18 Entwicklung. Da gibt es aber schon auch ordentlich was. Hallstatt hat nur 15. Hallstatt ist, glaube ich, nicht so wertvoll. Ich glaube, Hallstatt könnten wir ohne große Gedanken einfach mal aufgeben. Ja. Hohenau gab es hier natürlich noch. Nö. Hallstatt wird aufgegeben. Das werden wir an jemanden vergeben. Selbstverständlich auch wieder an einen Nichtherrscher aus der Dynastie Habsburg. Dem Werner habe ich doch jetzt, dachte ich, schon was gegeben. Ah ne, das wollte ich machen, habe ich aber nicht gemacht. War es jetzt der Werner, der nichts erbt von seinem Vater? Ja. Okay. Titel vergeben. Hallstatt. Dann wird es Graf von Hallstatt. Und wir müssen unsere Kontrolle mal dringendst erhöhen. Toll, jetzt bekomme ich den Anspruch auf ganz Salzburg, aber wir haben doch schon ganz Salzburg. Das heißt, ich brauche keinen Anspruch mehr darauf. Ich brauche nur die Grafschaft, die mir noch fehlt. Der reicht mir schon. Ist Salzburg mit jemandem... Na, die sind ja nur mit irgendjemand Schwaches verbündet. Da können wir direkt den Krieg führen, um noch das Gebiet zu verbinden. Dann laufen wir einfach einmal rein. Salzburg hat keine Chance und dann ist der Krieg vorbei. Ah, der hat noch ein Bündnis geschlossen. Kind meiner Dynastie. Josef hat schon wieder ein Kind zur Welt gebracht. Philipp. Also die Enkel sind auch alle Genies. Was ist denn eigentlich mit meinem Sohn? Und dann... Gut, Antonius ist ja auch ein Genie. Aber er hat keine weiteren Kinder, weil seine Ehefrau zu alt ist. Das ist natürlich auch immer ein bisschen kritisch. Wegen der Hauptlinie. Trinkkumpane. Wir haben einen Trinkkumpan gefunden. Könnte ich denn eventuell schon eine Ehefrau für meinen Enkel finden? Nee, scheinbar nicht. Schade. Na gut. Absolut kein Problem. So. Die Truppen brauchen ewig, um hier sich gerade zu sammeln. Ich lasse sie einfach mal aufhören, sich zu sammeln. Dann geht das auch schneller. Wie lange dauert unsere Belagerung? 30 Tage. Das geht super schnell und dann ist der Krieg vorbei. Wir werden schon wieder in den Krieg gerufen von Byzanz. Jetzt laufen aber viele Kriege hier. Einverstanden. Oh, der Verbündete kommt, aber zu spät. Das gehört uns alles. Und wir lösen unsere Truppen auf. Wir versuchen jetzt mal wieder ein bisschen Ordnung herzustellen. Das Gebiet Schaumberg kann ich auch gleich jemandem weggeben. Das brauche ich nicht. Konrad. Wer ist denn Konrad? Ist auch einer der Söhne, oder? Nee, aber... Hä? Konrad? Wartet. Wer ist Konrad? Einen Moment, bitte. Konrad, dessen Vater wiederum ist Hugo. Hugo ist wiederum der Sohn des Grafen Viktor. Und Viktor hat ja schon einen Erben. Das heißt, Hugo von Habsburg, der sollte doch den Titel bekommen. Dann kann er den ja auch an seinem Sohn weitergeben. Finde ich gut. Schaumberg. Wird vergeben. Und ich wollte jetzt mal noch die Kontrolle erhöhen. In meinen neuen Eroberungen, Satz und Leitmeritz. Da können wir auch noch Gebäude bauen, und zwar Herrenhäuser, die uns unfassbar noch reicher machen werden. Und die Burg kann ich ausbauen, sehr gut. Ja, auch hier in Prag bauen wir nochmal einiges aus. Können wir hier noch irgendwas ausbauen? Ja, können wir. Sehr schön. Auch Wien ist jetzt ein wahres Bollwerk. Sollen die Osmanen irgendwann kommen in Zukunft? Wir würden sie abwehren. Aber aktuell ist ja Byzanz auch noch super stark.
Kannst du den Königstitel in Böhmen beanspruchen? Ja, ich weiß nicht, was mir der Königstitel bringt. Ich hab ja schon einen Königstitel. Der Erzherzogstumstitel ist ein Königstitel. Deswegen ist das eigentlich weniger interessant. Dann hätte ich halt zwei Königstitel. Und ich will ja eigentlich nicht Kaiser des Heiligen Römischen Reichs werden, beziehungsweise ist das dann immer sehr gefährlich. Großreiche, Königreiche. Ja, genau. Nö. Der Herzogtumstitel reicht uns. Aber ich würde sagen, wir versuchen jetzt hier mal noch Ansprüche. Habe ich nicht sogar Ansprüche noch? Schon? Ja, darauf habe ich zum Beispiel schon einen Anspruch. Ah, warte mal. Hier ist jemand bei mir, der hat einen Anspruch auf das Herzogtum von Mähren. Das würde natürlich einiges einfacher machen. Dann könnte ich ganz Mähren erobern. Wir müssen aber den Waffenstillstand abwarten. Okay. Und das Vogtland. Hat da auch jemand einen Anspruch? Bestimmt. Ja, nicht aufs ganze Königreich. Derselbe hat mehrere Ansprüche. Okay. Ja gut, dann könnten wir versuchen, mal in Augsburg noch uns einen Anspruch zu holen, dass wir unsere Gebiete verbinden. Machen wir das doch mal. Beim Alpsee. Sehr schön, dann läuft das doch gut. Katholischer Katalanenaufstand. Das schafft doch hoffentlich mein Sohn alleine. Ja, das schafft mein Sohn alleine. Der schlägt hier alle nieder. In Aquitanien, da müssen wir nicht eingreifen. Das ist doch schön. Der Krieg ums Heilige Römische Reich ist mir ziemlich egal, wenn die das kriegerisch lösen. Weil wir müssen ja dann einfach nur die Abstimmung gewinnen. Also wenn wir einen neuen Kaiser oder eine neue Kaiserin haben, von mir aus. Solange wir Krieg führen können, wie wir das möchten, ist das in Ordnung für uns. Geplante Kultivierung. Ist auch noch gut. Vielleicht machen wir das auch noch, bevor wir auf den gesunden Körper gehen. Bisschen mehr Entwicklung in den österreichischen Gebieten. Die Verlobung wurde erfüllt. Meine Tochter ist jetzt die Kaiserin vom Byzantinischen Reich. Und wir empfangen Graf Landolf von Linz in unserem Erzherzogtumssaal in Wien. Die Erzherzogin ist jetzt auch schon echt alt, 59. Und hat schon einiges hinter sich, ne? Hat Liebesbläschen, ist liederlich, ist eine Trunkenboldin. So, wir loben mal noch ein bisschen die anderen Herzöge, dass bei der Wahl sich für. Es wird sich immer noch nicht für unseren Kandidaten entschieden, verdammt. Obwohl ich hier alles versuche die ganze Zeit schon. So, ich würde sagen, wir machen mal Massenlösegeld. Dass der Kerker wieder etwas leerer wird. Ich würde hier gern immer einen Knopf haben, wo ich alle Benachrichtigungen auf einmal wegmachen kann. Also über mir. Das ist immer ein bisschen. Das wird immer ein bisschen schnell sehr viel, wisst ihr? Wir wollten ja langfristig übrigens ja auch unsere Gebiete in Norditalien ausbauen. Vasallentum will er nicht. Keiner will das Vasallentum. Aber wir könnten König von Böhmen nehmen, wollen wir aber nicht. Er werden Zahlungen. Verlangen wir mal wieder ein paar Zahlungen. Die Familiensteuer wird fällig. Sehr schön. So, ich glaube, wir haben jetzt die Primogenitur, oder? Die müssen wir jetzt aber noch bestimmen. Die Geheimnisse der Natur. Ja, natürlich, Daniel. Ich weiß, dass ich auf die Nachricht gehen kann und mit rechter Maustaste die eine Nachricht wegbekomme. Aber ich will mit einem Klick 20 Nachrichten, die hier aufploppen, wegbekommen. Das ist mir schon bewusst, dass ich da eins wegklicken kann. Geheimnisse der Natur. Oh, wir werden Kräuterkundler, wenn wir uns damit ein bisschen genauer beschäftigen. Ja, wieso nicht? Hört sich interessant an. Jetzt kommen wir mal zur Primogenitur. Das Witzige ist, wir hatten ja schon mal die Primogenitur. Fleißige Zuschauer, die das gesamte Let's Play gesehen haben, wissen das. Denn wenn man das Erzherzogtum von Österreich gründet, dann hat man ja die Primogenitur. Aus irgendeinem Grund haben wir die wieder verloren. Jetzt
haben wir einen Herrscher, der ist dagegen. Das heißt, den muss ich mal kurz bestechen mit ein bisschen 100 Gold. Das sollte reichen, hoffe ich. So, jetzt können wir nämlich die Primogenitur wählen. Das heißt, unser ältester Erbe wird automatisch alles bekommen. Immer. Es wird keinerlei Aufteilung mehr geben. Wir könnten übrigens alles wählen. Auch Haus Senex. Das heißt, der Älteste. So. Gesetz wird geändert für 500 Prestige. Genau. Gesetz wird verabschiedet. Primogenitur. Mit männlichem Vorrecht. Damit bekommt unser Sohn, der König von Aquitanien, dann ganz Österreich, wenn wir eines Tages sterben. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und Sir Pete von Pixel meint SDRG und Rechtsklick. Nö, das scheint leider nicht zu gehen. Hab's gerade versucht. Das wäre cool gewesen. Nee, geht nicht. Vielleicht Shift. Wir könnten mal Shift probieren. Na, jetzt kommen aber wieder viele Sachen. Nee, mit Shift geht's auch nicht. Schade. Leider nicht möglich. Oder muss ich es auf unterste klicken? Nee. Unterste geht auch nicht. Nee, geht leider nicht. Aber egal. So, haben wir eigentlich schon unseren Waffenschlüssel mit Augsburg vorbei? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich würde sagen, wir beenden erstmal an der Stelle die Aufnahme für YouTube. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sind ja gut vorangekommen. Wir haben weitere Ansprüche. Wir werden jetzt bald wieder schön die einstmals stolzen Habsburger Gebiete Österreichs herstellen und vereinen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert doch den Kanal und lasst doch gerne ein Like da beim Video. Würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Gaius Julius Caesar.